Ausbildung oder doch Studium, vielleicht aber auch beides. Die Möglichkeiten nach der Schule sind groß. Die richtige Entscheidung zu treffen, ist für Schülerinnen und Schüler nicht unbedingt einfach. Deshalb haben 22 von ihnen am Berufsorientierungs- und Sprachcamp der Niederrheinischen IHK teilgenommen. Während der Osterferien haben sie sich genauer mit der Arbeitswelt beschäftigt und dabei so einiges gelernt. Also das BITS fand ich ganz cool und die Stimmung hier ist immer richtig cool gewesen. Alle hatten Spaß, es gab nie Streit. Und es war echt witzig hier. Ja, also ich fand es sehr schön. Ich habe auch erfahren, wie man sich wie man ein Bewerbungsgespräch führt. Die Tage, wo wir Ausflüge gemacht haben, hat alles sehr Spaß gemacht. Wir waren bei der Universität, das hat mir am meisten Spaß gemacht, weil ich es kennenlernen konnte, wie das da drinnen läuft. Besuche in verschiedenen Betrieben und der Universität standen genauso auf dem Plan wie ein Training für Bewerbungsgespräche. Außerdem haben die Teilnehmenden mehr darüber gelernt, wo ihre Stärken, aber auch ihre Schwächen liegen und welcher Job zu ihnen passen könnte. Den Traumberuf zu finden, ist bei der großen Auswahl nämlich nicht immer leicht. Also das übergeordnete Ziel ist es erstmal, die Berufswünsche zu erkennen, vielleicht zu festigen, aber vielleicht auch nochmal einen anderen Berufswunsch zu überlegen. Wir haben ja hier 8 Klässlerinnen und 8 Klässler, das heißt, es ist erstmal der erste Schritt der Berufsorientierung und wir wollen den Schülerinnen und Schülern zeigen, welche Perspektiven es gibt, sei es ein Studium, aber sei es auch eine Ausbildung im Einzelhandel, im Lager, in der freien Wirtschaft generell. Wir wollen möglichst viele Perspektiven zeigen, damit die Schülerinnen und Schüler auch wissen, das möchte ich machen und das möchte ich nicht machen. Das Orientierungscamp ist Teil des Duisburger Schulmodells der Niederrheinischen IHK. In Zeiten von Personal- und Fachkräftemangel ist auch der Nachwuchs heiß begehrt. Lokale Unternehmen können deshalb beim Camp Einblick in ihren Betrieb geben und sich den Schülerinnen und Schülern präsentieren. Also wenn wir allein die Arbeitsmarktlage sehen, ist die auch für uns als Wirtschaft natürlich ganz wichtig, dass wir zu den jungen Menschen in Kontakt finden, dass diese Berührungsängste verdrängt werden, dass wir miteinander ins Gespräch kommen. Und ja, Sie haben recht, das Duisburger Schulmodell ist einmalig, aber es hat schon eine Blaupause in Kleve gefunden mit dem Klever Schulmodell, wo dieses auch nachgemacht wird. Und wir hatten vor kurzem aus Ecuador eine Delegation, die dieses Duisburger Schulmodell mit nach Ecuador genommen hat. Also insofern ist das wichtig, glaube ich, für beide Seiten. Das ist eine Win-Win-Situation. Neben vielen Eindrücken nehmen die Schülerinnen und Schüler nicht nur ihre Abschlusszertifikate mit, sondern auch konkrete Vorstellungen über ihre zukünftigen Berufe. Ich habe einen Traumberuf, den ich gerne machen möchte, ist Polizist. Das möchte ich gerne werden. Ja, also ich wollte von Anfang an Konditor werden und das hat sich jetzt stärker dieser Wille gemacht. Ich möchte gerne Bauzeichner werden, weil für mich Zeichnen und Programmieren sehr interessant ist. Das hört sich doch schon mal gut an. Jetzt heißt es für Sie dranbleiben und dann dürfte es klappen mit dem Traumberuf. Gut vorbereitet sind Sie jetzt auf jeden Fall.